Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Montag, den 24.05.2021? Vielleicht auch schon gleich für den 24.05.2021. Wir haben Pfingstmontag. Am Montag, die Frankfurter Börse ist geschlossen. Da die Amerikaner aber geöffnet haben, denke ich, sollten wir vielleicht trotzdem sprechen. Die meisten handeln ja ohnehin auf den CFD von euch und deswegen dürften dort die meisten Kurse durchlaufen. Deswegen sprechen wir einfach ein bisschen drüber. Ich behalte mir mal vor, dass die Analyse dann vielleicht gleich für den Dienstag auch noch mitgilt. Dann würde ich vielleicht bloß ein kurzes Infovideo reinstellen, dass die gestrige oder die jetzige Analyse weiter Bestand hält. Ich selber analysiere hier auf dem Xetra, auf dem X-DAX. Das ist quasi ein Xetra mit erweiterten Handelszeiten. 8 bis 22 Uhr hat für mich die, also das ist richtig von der Frankfurter Börse auch eine Kursindikation letztendlich. Das ist nichts Selbstausgedachtes. Diese Handelszeit, die ich mir da überlegt habe, es basiert ein bisschen, ist ein bisschen angehangen an diese alten Future-Zeiten. Die waren früher immer von 8 bis 22 Uhr und das hat sich so gut etabliert, dass auch für die technische Analyse das nach wie vor sehr wertvoll ist, auf der Ebene zu arbeiten und eben nicht diesen 9 bis 17:30 zu nehmen. Da finde ich, geht so vieles einfach unter, da die komplette amerikanische Session in dem Kurs nicht mit abgebildet wird und die Amerikaner sind noch nicht ganz unerheblich relevant, na, wie die in deutschen Werten kaufen oder verkaufen. Und von daher schaue ich immer ganz gerne auf den. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, da das Xetra-Indikation ist, wird hier nichts passieren, das wird stillstehen. Ich werde hier keinen Kurs haben, den ich zeigen kann. Sprich, wir werden morgen wahrscheinlich genau das gleiche Bild haben. Wir können dann einfach bloß darüber sprechen, was ist außerbörslich passiert und so weiter, sodass es vielleicht ein kurzes Video wird. Aber wie gesagt, die Amerikaner haben geoffen, Deutschland ist zu, zumindest die Frankfurter Börse. Die Amerikaner haben erst wieder am 31.05. dann Feiertag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, doch, müsste so sein. 31.05. dann quasi zum Monatsende. Und genau, wir haben für den Freitag eigentlich unseren DAX ein bisschen, also ich habe ein bisschen unten rausgesehen, habe gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der sich hier auf das Band ein bisschen abgleiten lässt, also Stück für Stück runter. Das hat er nicht getan, ist aber oben raus deutlich eingeknickt, das muss man schon sagen. Also da ist nicht so, das ist schon so ein kleines Absterben gewesen, wenn wir hier so die Hochs gucken, wie die so gekommen sind. Also da wurden keine Hochs mehr gekauft, ne? Also neue Hochs wurden hier verkauft, wurden runtergedrückt und das wieder aus einem Bereich, wo der DAX ja jetzt nicht zum ersten Mal deutlicher weggedreht ist, ne? Also wenn wir mal die Zone hier oben betrachten, dann hat es ihn hier weggelegt, dann hat es ihn hier weggelegt, dann hat es ihn hier weggelegt, hier weggelegt. Und jetzt dreht er sich hier schon wieder so ein bisschen ein, ne? Die Bewegungsdynamik hat deutlicher nachgelassen, sodass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir jetzt zum Montag bzw. Dienstag dann, vielleicht macht er ein doppeltes Lutschen draus, dass er die Bewegung einfach an beiden Tagen nochmal bildet, dass wir vielleicht sowas erstmal in die Reihe gestellt kriegen. Darunter würde ich sagen, dass der DAX dann eher negativ belastet, ne, sollte hier wieder zurückfallen, auch unter die 2,30, unter die 2,35, würde ich sagen, okay, dann ist das wahrscheinlich auch erstmal alles wieder abgestorben und würde dann fast erwarten, dass der dann hier nochmal runtersteigt. Und zwar ein ganzes gutes Stück, dass er dann einfach die Bewegung wieder rausnimmt. Das wäre durchaus meine Erwartungshaltung, wenn er sich hier nicht aufdrehen kann. Ansonsten oberhalb würde ich die Route ein bisschen anpassen. Ich würde das rausnehmen, was wir bisher drin hatten. Ich glaube nicht, dass man da einen guten Long-Trigger bekommt, weil wahrscheinlich er dann erstmal auf die 600 läuft und von der 600 aber wieder zurückkommt. Dann würde sich nämlich eine Verkeilung bauen. Na, dann würde sich eine Verkeilung bauen. Über hier. Und ja, das ist eigentlich nicht richtig. Aber ich würde trotzdem hier die Trendlinie ziehen. Fakt ist hier, von hier hat die Aufwärtsbewegung angefangen. Eigentlich müssten wir über hier ziehen. Das würde ihm dann ein bisschen mehr Platz geben. Wir können das mal kurz abchecken. Das ist manchmal ein bisschen fies gemoppelt, aber das tiefer halt einfach tiefer. Ja, deswegen wäre für den Keil die 600 relevant, für den Trend eher so eine 700. Ne? Also sieht man hier gut Power. Am Montag vielleicht bei den Amerikanern sehr stabilen Handel, sehr grünen Handel. Dann kommen wir Dienstag bestimmt mit einem riesen Aufwärtsgap rein, machen oben an die 700 kurz dran und dann knallt es dort zurück. Das heißt, richtig Long Trigger in dem Sinne, der kommt dann über 700 erst wieder.
Wenn er da oben rausgeht und geht dann Richtung dem oberen Ziel der 49, ne? Die 1549, da haben wir schon mal drüber gesprochen, als er hier rausgebrochen ist, haben wir gesagt, das wäre grundsätzlich ein relevantes Ziel. Würde ich aber dann hier auch sehen wollen, dass er über den Channel drüber steigt und eben nicht das macht, was er die letzten Male gemacht hat, nämlich hier einfach wieder ein Hoch drüber hauen und wegdrehen. Ja, deswegen wären das meine Sachen. So, der eine wird sich jetzt wundern oder erfahrungsgemäß sitzen die Leute dann da und sagen sich, ja, Martin, was ist das denn für eine rotz schlechte Analyse? Du sagst oben und unten, was ist denn nun, was soll ich denn machen? Wie muss ich denn handeln? Hilf doch mal, das ist doch für mich nicht wertvoll. Dazu nur ganz kurz, bevor wieder die schimpfen, die das schon auswendig können. Ziel ist es nicht, in der Analyse jetzt zu sagen, ob wir morgen steigen oder fallen. So merkwürdig das sich anhört, aber das ist nicht Kern und Zweck dieser technischen Analyse, sondern es ist vielmehr Sinn und Zweck, Reaktionsmarken auszuerkundschaften und ein bisschen so zu gucken, wenn er sich denn wie bewegt, wie steigt er denn. Das heißt, man ist selber schon in der Verpflichtung mitzudenken und vor allen Dingen auch darauf zu achten, was passiert denn da am Markt und nicht vielleicht gleich früh um 8 die Position reinzunehmen in die Richtung, die der Analyst ansagt, das funktioniert in der Regel nicht auf Dauer halt. Na, also das funktioniert auch sehr kurz nicht. Es geht relativ schnell schief. Deswegen guckt euch ein bisschen an, wie kommt der früh rein. Das reichen die ersten 2 Handelsstunden reichen vollkommen, um einen Eindruck davon zu bekommen, ist er stark oder ist er schwach. Na, also handelt der früh über 15:30 Uhr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der schwach ohne Ende ist, erstmal gering. Haut er sich so nach 10 Uhr, brachial aber nach unten oder auch 9 Uhr mit dem Xetra-Öffnung, ihr seht fette, lange, rote Kerzen, dann guckt er, dass er vielleicht in der Bewegung, wenn er die fortsetzt, vielleicht noch ein bisschen hier reingeschortet bekommt, guckt in dem Bereich dann, ob er hier grün auftritt, und vielleicht eine grüne Stundenkerze reinstellt, dann kann man hier Long probieren und so kann man die Analyse für sich nutzen. Es geht nicht darum zu sagen, morgen steigt es oder morgen fällt es, es geht darum, wo können wir Punkte verdienen, sodass man sich jeden Tag einfach immer wieder ein paar Punkte hinzuverdienen kann. Ne? Und je nach Einsatz dann, keine Ahnung, was man da handelt. Beim CFD ist es immer relativ einfach zu sagen, ne? Wer da 1 Euro reingeht mit einem kleinen CFD, der verdient pro Punkt 1 Euro. Mit Optionsscheinen ist es ja ähnlich einfach zu berechnen. Wenn man da 50 Punkte mitnimmt jeden Tag, es ist eine ambitionierte Zielgröße, aber sind da auch 50 Euro, die man sich verdienen kann. Und das ist manchmal effektiver, als wenn man probiert, mit dem einen CFD irgendwie so 600 Punkte am Stück zu handeln und dann sitzt man da Wochen und Tage lang drin und das läuft immer nur ins Minus. Manchmal ist es einfacher, wenn man statt einmal 600 sich versucht, 12 mal 5 zusammen zu 12 mal 50 zusammenzukrabbeln. Klingt nicht so, ist aber tatsächlich so. Ne? Es ist viel einfacher, sich durch die kleinen Punkte nach vorne zu arbeiten, konstant, jeden Tag ein bisschen was dazu. Risiko natürlich zu kontrollieren. Das funktioniert nur, wenn ich dafür sorge, dass ich natürlich pro Tag, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann nicht 500 Punkte verlieren kann halt. Ne? Sondern dass ich mich kontrolliere. Wenn ich merke, der läuft an dem Tag nicht, dann stelle ich mich zurück. Dann beende ich den Tag mit minus 30, minus 50 Punkten und dann ist fertig halt. Ne? Sodass ich an den guten Tagen dann ein, zwei so eine Dinger vielleicht in Take-Profit reinkriege und mich Stück für Stück halt in die richtige Richtung bewege. Ne? Deswegen einfach nur nochmal der Hinweis, weil es sieht jetzt hier so ein bisschen nach könnte alles und könnte nichts aus. Es ist jeden Tag so. Es ist doch, es wäre von mir verkehrt zu sagen, hey, nee, meine Analyse ist nicht so schlecht. In meiner Analyse steht nicht, es kann alles kommen. In meiner Analyse steht genau das drin, dass alles kommen kann. Wichtig ist es, sich darauf vorzubereiten. Wie bewegt es sich oben? Wie bewegt es sich unten? Was mache ich, wenn ich Stärke sehe? Was mache ich, wenn ich Schwäche sehe? Und wenn ich Stärke sehe, würde ich hier, ich persönlich durchaus bis 15.600. Hat er Platz? Kann er laufen? Ne? Also für über 15, über 55, 600, dann die nächste. Da mal kurz dran, wieder ein bisschen reagieren, ein bisschen Luft ablassen. Das heißt, dort würde ich dann auch Long-Position erstmal wieder reduzieren, klar, oder komplett glattstellen, gucken, wie bewegt es sich. Kommt der steil runter oder flach und so weiter und so fort. Ne? Das ist der Sinn und Zweck der Analyse. Ich mache da in naher Zukunft auch nochmal ein Erklärungsvideo, das klemmen wir dann vorne drunter. Brauche ich da nicht immer eingehen in den Videos, aber erfahrungsgemäß ist es genauso eine Analyse, wo ich immer sehr interessante Kommentare drunter kriege, die für diejenigen, die schon lange dabei sind, sehen die Kommentare frech und doof aus. Im Endeffekt wissen es die Leute aber halt einfach nicht, weil sie es nicht kennen. Sie kennen unsere Art und Weise nicht, wie wir hier rangehen. Und die Tatsache, dass es so viele gucken und immer wieder mit dabei sind, zeugt nicht davon, dass wir schlecht arbeiten.
Arbeit hier machen halt. Ne? In diesem Sinne, da einfach auch hier und da mal ein bisschen Verständnis für die Leute, die das nicht gleich auf Anhieb verstehen. In der Regel verstehen es die meisten dann nach dem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal gucken und verinnerlichen das, können das dann für sich nutzen und dann ist auch wieder gut. Ich wollte es bloß jetzt dazu sagen, weil es garantiert, weiß ich jetzt schon, was da kommt. Werden auch definitiv Kommentare drunter kommen, weil die meisten schon kommentieren, bevor sie das Video zu Ende gehört haben. Aber dann haben sie es vielleicht gesehen, können ihr Kommentar nochmal überdenken oder einfach dahinter schreiben, aha, hat sich erledigt, fertig, weiß ich Bescheid. Gut, Freunde, ich mache dir zu. Wie gesagt, Montag in Deutschland, Feiertag. Die meisten CFD, denke ich, werden aber durchschaffen. Und wenn es out of our courses sind. Und ansonsten sehen wir uns Dienstag. Amerikaner handeln, ganz normal. Und ich stelle vielleicht ein kurzes Video dann nochmal ein. Wünsche euch viel Erfolg trotzdem zum Montag, wenn nicht einen schönen Pfingstmontag. Muss ja nicht jeden Tag handeln, wenn sich was bewegt. Das Ding bewegt sich auch noch in 3 Jahren. Naja, also man muss nicht morgen unbedingt handeln. Man muss auch nicht übermorgen unbedingt handeln. Wichtig ist, man handelt dann, wenn es einem gut reinpasst, wenn man ein gutes Gefühl für den Markt hat, wenn man selber mental fit ist. Na, wenn man nicht irgendwie wütend, aggressiv davor sitzt, dann kommt auch kein gutes Ergebnis bei raus. Das kann man sich direkt klemmen. Und das ist manchmal ein bisschen wichtig, einfach vor Augen zu behalten und im Kopf zu behalten. Ne? Wichtig ist, dass wir Geld verdienen halt. Ne? Und das gelingt uns nicht, wenn wir was versuchen zu erzwingen halt. Ne? Entweder weil wir selber nicht fit sind oder weil es der Markt nicht hergibt, das bringt nichts. Ne? Wir müssen schön darauf achten, dass wir mit dem Markt handeln. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Rest Pfingsten und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.